bis jetzt großartig. Und ich muss sagen, von dem Patrick Heitzmann den Vortrag fand ich sehr, sehr gut. Ja, eigentlich war jeder für sich gut. Und Samuel Koch auch großartig. Es ist schwierig. Ich glaube, es kommt immer so darauf an, in welchem Prozess man gerade selber ist. Und da gibt es dann die Themen, die einen besonders interessieren, die einen besonders ansprechen. Und ich glaube, man nimmt auch sehr, sehr viel. Also ich nehme sehr, sehr viele Impulse mit nach Hause. Also gut, diese Ernährungsgeschichten, dann den Liegestütz werde ich auf jeden Fall integrieren, weil da gibt es ja keine Ausrede. Den hat man mal schnell gemacht und da kann man nicht sagen, ja, ich muss noch irgendwelche Instrumente haben, ich muss entsprechende Kleidung haben, hinlegen und fertig. So. Und die Ernährungsbücher habe ich auch mitgenommen. Dieses Kochbuch interessiert mich auch sehr, weil wir haben ja nur die 24 Stunden jeden Tag Zeit. Und wenn man da so ein bisschen Zeit einsparen kann in der Vorbereitung, das ist schon sehr hilfreich. Ich würde es weiterempfehlen, weil es eben viele verschiedene Aspekte anspricht. Ich meine, Hauptthema ist ja eben immer die Optimierung in der Lebensweise, die Optimierung in der Gesundheit und wie kann ich meinen Tag sinnvoll ausführen. Und da ist man, glaube ich, hier schon in einer sehr guten Gesellschaft.